Wieso spielst du nur PS1 Games als Let's Plays? Weil die PlayStation 1 einfach die Konsole ist, die mich am meisten geprägt hat. Also meine ganze Kindheit eigentlich. Das war geil. Und deswegen, um sie ein bisschen zu ehren, staub ich sie nochmal ab, kram sie raus und zock nochmal richtig geile Games. Was sind deine Skype-Daten? Auf jeden Fall nicht für jedermann zugänglich. Wenn ich mit Leuten mehr zu tun habe. Also ich habe schon einige aus YouTube bei mir in der Skype-Liste. Und ja, wenn ich mit den Leuten was zu tun habe, in irgendeiner Form oder wenn ich schon länger kenne und weiß ich nicht was, dann adde ich die, das ist keine Frage. Aber wenn ich die jetzt so öffentlich preisgeben würde, also ich habe jetzt über 300 Abonnenten, ich schätze mal nicht, dass jetzt alle 300 meine Skype-Sachen da haben wollten, aber selbst wenn es nur 50 wären, ich würde bei meiner Liste schon gar nicht mehr durchblicken. Und deswegen würde ich die nur so sehr ungern veröffentlichen. Wenn ihr sie haben wollt, aus irgendwelchen Gründen, dann könnt ihr gerne nachfragen und ich entscheide dann selbst, ob ich die dann weitergebe oder nicht. Welches ist dein Hassgame? Army Man Sarge's War für die PlayStation 2. Boah, das hat mich so zur Verzweiflung gebracht, dieses blöde Scheißspiel. Was ist dein Lieblingsgame? Also ich glaube, eine Spieleserie, die mich wirklich am meisten bisher geprägt und auch ans Pad gefesselt hat, ist auf jeden Fall Pro Evolution Soccer. Deswegen würde ich diese Serie, es war nicht nur ein Spiel, aber generell diese Spieleserie als meine Lieblingsserie bezeichnen. Spielst du auch Browser-Games, so wie O-Game? Nein. Magst du Horrorfilme? Also ich gucke gerne Horrorfilme, wenn sie auch wirklich gut sind. Aber gerade im Horrorfilmsektor, sage ich mal, gibt es so viel Scheiße, die einfach nur schlecht ist. Ja. Findest du deine Haare schick? Nachdem ich gestern beim Friseur war. Ja. Die sind so schön. Oh, sind die schön. Oh. Welche Filme muss man sich deiner Meinung nach mindestens 10-mal angeschaut haben? Leschis Let's Plays. Jo, das stimmt. Schaut mal bei ihm vorbei. Aber so richtige Filme mäßig finde ich auf jeden Fall, dass man Snatch ganz oft angeschaut haben muss. Weil das, wie ich finde, einer der geilsten Filme ist, die ich jemals gesehen habe. Der ist lustig, der ist einfach geil. Trägst du gerne Anzüge? Also grundsätzlich habe ich nichts dagegen, Anzüge zu tragen, weil sieht doch einfach gut aus. Man will ja gut aussehen. Was ich nur nicht toll finde, sind Krawatten, weil die schnüren meinen Hals irgendwie immer so ein. Ich muss, mein Hals, der muss immer frei sein. Ich kann auch keine Rollkragenpullis tragen. Sonst fühle ich mich irgendwie eingeschnürt. Bewirbst du dich bei Castingshows? DSDS. Ja, sicher. Was denkt ihr denn? Ich will auch groß rauskommen. Aber ich fliege irgendwie immer in der ersten Runde raus. Wie lang ist dein Penis? Das, was ich wirklich schlimm finde, ist, dass diese Frage zweimal gestellt wurde. Und zwar von zwei Männern. Und Lashley hat die große Aufgabe bekommen, diese Frage vorzulesen. Hast du eine Allergie oder Behinderung? Also bei den Allergien weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich habe Heuschnupfen, Katzenhaare, also generell Tierhaare besser gesagt, aber bei Tieren ist es nicht so schlimm. Hausstaub habe ich. Schimmelpilze und Penicillin habe ich auch noch. Ja, Medikamentenzeugs. Also ich bin im Grunde genommen der absolute Krüppel. Also allergisch gesehen. Aber so eine Behinderung habe ich jetzt eigentlich nicht, soweit ich weiß. Ich habe mich aber noch nie checken lassen. Aber ich fühle mich eigentlich ganz wohl. Doch. Wohnst du alleine? Nein, ich wohne noch bei meiner Mutter. Ja, und wir wohnen jetzt hier zu zweit in dieser Wohnung. Ja. Der Grund ist, weil ich noch in der Ausbildung bin und einfach noch nicht genug Geld habe. Theoretisch hätte ich genug Geld. Aber das wird alles zu knapp werden mit dem Geld. Theoretisch könnte ich wirklich ausziehen und könnte wahrscheinlich auch eine Wohnung halten. Aber ich denke mal, das wird finanziell einfach zu knapp werden. Deswegen spare ich mir den Stress und wohne erstmal noch hier, bis meine Ausbildung fertig ist. Ist Final Fantasy VII dein Lieblingsteil? Ja, Final Fantasy VII ist mit Abstand mein Lieblingsteil von der Final Fantasy Reihe, weil das einfach der erste Teil war, den ich gespielt habe. Das war der erste Teil, den ich überhaupt gespielt habe, der dieses Genre hatte, also das erste Spiel kann man sagen. Also als Rollenspieler und so.
Ja, und es hat mich halt auch sehr geprägt und ich kenne es einfach fast auswendig. Deswegen ist das einfach auch mein absoluter Favorit bei dieser Spieleserie. Nimmst du zu, wenn du viel isst? Wer tut das nicht? Also okay, ich kenne natürlich auch ein paar Leute, die können fressen wie die Berserker und die bleiben einfach dünn. Aber ich werde auf jeden Fall dick, also wenn ich viel esse. Ich war auch früher ziemlich dick, also ich war ziemlich übergewichtig mal als Kind. Aber bin ich rausgewachsen. Ja. Also, ja, ich werde dick, wenn ich viel esse. Hast du ein Sixpack? Ja klar, welcher Mann hat kein Sixpack im Kühlschrank? Machst du Kraftsport? Also das, was ich mache, würde ich jetzt nicht als Kraftsport bezeichnen. Weil ich bin jetzt nicht so ein Pumper, der irgendwie so, ich will Brust haben, will Rücken haben, Sondern wenn ich Sport mache, also ein bisschen Training, ist das eher Fitness, kann man sagen. Also ich will halt so beweglich bleiben, ich will jetzt nicht versteifen oder so und ich will auch nicht Rückenschmerzen haben. Nicht Rückenschmerzen, keine Rückenschmerzen haben. Und deswegen muss man die Muskulatur halt ein bisschen aufbauen. Und weil ich auch eine sitzende Tätigkeit habe, ja, ist halt wichtig, dass man die Rückenmuskulatur auch aufbaut. Ja, und dann bleibt der restliche Oberkörper natürlich auch nicht verschont. Ist dein linkes Bein rechter? Quatsch. Ist dein linkes Bein länger als dein rechtes? Das mache ich neu. Na, das will ich auch hoffen. Ist dein linkes Bein länger als dein rechtes? Nee, sogar eher umgekehrt. Mein rechtes Bein ist ein bisschen länger als mein linkes. Und das fällt mir immer auf, wenn ich. Das fällt mir eigentlich nie auf. Ich wollte eigentlich nur irgendwas sagen, aber es kommt mir manchmal so vor, weil ich wahrscheinlich ein bisschen schief stehe. Jo, was ist das eigentlich für eine scheiß Frage? Wer lässt sich sowas einfallen? Und ich muss jetzt hier drauf antworten. Danke. Spielst du Badminton? Ein sehr schöner Sport. Nein, kein schöner Sport. Homosport. Gehst du tanzen? Eigentlich nur, wenn ich zu viel getrunken habe. Also nüchtern würde ich, glaube ich, nie auf die Tanzfläche springen. Bist du schwul? Sehe ich irgendwie so aus oder warum habt ihr denn alle so homosexuelle Gedanken von mir? Ich zupfe mir nicht die Augenbrauen oder so. Sollte ich vielleicht mal tun. Bist du fett? Ich weiß nicht. Sehe ich so aus? Also ich fühle mich wohl. Ich denke nicht, dass ich fett bin. Was ist das denn für eine Frage? Gehörst du den Illuminaten an oder versuchst du anderweitig die Weltherrschaft an dich zu reißen? Ja, das war wirklich eine komische Frage. Aber ich gehöre nicht den Illuminaten an. Das mit der Weltherrschaft allerdings, wieso eigentlich nicht? Ich fange am besten bei YouTube an und dann bald gehört mir die ganze Welt. Naja, es wäre mir eigentlich zu viel Arbeit. Kriege ich niemals hin, mein Zimmer ordentlich zu halten. Ich glaube, es wäre für niemanden gut. So, Freunde, das waren weitestgehend alle Fragen oder fast alle Fragen. Ich habe ein paar ausgelassen, wie ich schon am Anfang erwähnt habe, im ersten Part, die für mich keinen Sinn ergaben, die ich schlecht beantworten konnte oder die sich überschnitten haben, beziehungsweise doppelt. Ich habe jetzt wirklich ohne ungelogen 3,5 Stunden nur aufgenommen, Tonspur aufgenommen, synchronisiert, ins Video reingeschnitten, nächste Frage beantwortet. Und ich bin so gottverdammt müde. Wir haben jetzt 2:10 nachts. Und ich wollte heute eigentlich noch was machen, aber das hat so lange jetzt gedauert und ich bin echt so hundemüde und ich freue mich so, wenn ich da hinten im Bett liege gleich. Oh, aber ich hoffe trotzdem, dass euch das gefällt. Irgendwie, dass eure Fragen beantwortet sind. Und ich danke nochmal wirklich herzlich den drei Leuten, die jetzt meine Fragen vorgelesen haben. Ihr werdet dann auch in der Videobeschreibung erwähnt werden. Ja. Und um nur mal zu zeigen, das habe ich abgearbeitet. Oh, so eine kleine Scheißschrift und morgen muss ich den ganzen Kack noch irgendwie. Ich weiß selbst nicht, was ich noch machen muss. Aber wie gesagt, ich hoffe, euch hat's gefallen. Ich werde morgen erstmal lange schlafen und werde dann wohl erst gegen Mittag die Videos hochladen. Jo. Wollte ich noch was sagen? Genau, mit den Video-Uploads hier, mit meinem Rhythmus. Ich habe ja gesagt, ja, Wochenende dann 4 Videos. Aber das mache ich, glaube ich, doch nicht. Ich mache, glaube ich, wirklich jeden Tag nur 2 Videos, weil das ist einfach besser. Für mich zumindest. Jo, weil sonst komme ich einfach nicht nach mit den Videos. Immer noch nicht. Weil ich einfach momentan keine Lust habe, Zeit zum Zocken zu investieren. Aber es ist jetzt keine Lust. Ich habe schon Lust, aber die Zeit gibt es einfach nicht her.
Weil jetzt geht auch wieder die Schule los nach den Ferien, dann muss ich auch wieder lernen und all so ein Gedöns. Ja, gut. Ich hoffe mal nicht, dass. Boah, ich hab ja voll die roten Augen. Boah, ich bin echt müde. Ich glaube, ich muss wirklich ins Bett. Deswegen mache ich es jetzt hier kurz und schmerzlos. Wie gesagt, ich hoffe, die Fragen sind beantwortet. Vielen Dank an die drei Leute und an mittlerweile 370 plus Abonnenten. Ich weiß nicht genau, wie viele das jetzt sind. Und wünsche euch einfach mal noch einen schönen Samstagabend. Wir haben heute den Tag, wo ich das eigentlich hochladen wollte. 11. April. Ja, nee, wir haben ja schon 2 Uhr nachts, also wir haben Sonntag, den 11. April. Und ich werde jetzt schlafen gehen. Ich wünsche euch eine gute Nacht und einen schönen Sonntag, was auch immer. Ich schlafe gleich im Sitzen ein. Gut, bis dann. Tschüss. Nein, so schlimm ist es noch nicht. Oh mein Gott.